Na gut, dann mal rein, ne? Und schauen, was die Botschafter zu sagen haben. Also ja, die Menschenbotschafterin wird heller freut sein. Der Elfenbotschafter wird wahrscheinlich ziemlich stinkig sein. Wir könnten versuchen, das zu entschärfen, indem wir die Fanfare an den Richter geben, der ja auch in Harmondale lebt. Aber da wir uns langfristig eh für eine Seite entscheiden müssen, geben wir es einfach den Menschen. Also, Alan Rockway. Hat unser Butler vorher noch was zu sagen? Nein. Artefakt. Lady Alan keucht vor Vergnügen. Ihr habt Greifenherz-Fanfare. Wundervoll. Einfach wundervoll. Als sie aus der Kassette verschwunden war, dachten wir schon, der Feind hätte sie gestohlen. Danke, dass ihr uns zurückgebracht habt. Und die Königin will uns sprechen. Was hast du zu sagen? Nur die alte Einladung. Oh, er ist überraschend zivil geblieben. Umso besser. Das heißt, wir können jetzt unsere Stufe erhöhen. Leider nicht hier in Harmondale. Und das sollten wir also in Erassia machen, da wir ja eh als nächstes zur Königin müssen. Besser gesagt, wir müssen zu ihr hin, um zu erfahren, was wir machen sollten, um unsere diplomatischen Beziehungen zu stärken. Und je nachdem, wie schwer das dann ist, können wir es auch machen oder nicht. Sonst treiben wir uns halt mit anderen Aufgaben rum. Zum Beispiel der Stufenaufstieg von der Priesterin und von der Zauberin wäre ganz praktisch. Sogar sehr, sehr praktisch. Hallo? Erassia, das passt doch. Sofort los. So, wir würden gerne da hinten hin. Ihr wollt ausgebildet werden. Ching. So ist es richtig. Ching. So ist es richtig. Übrigens inzwischen schon 356 Gold, ne? Das wird nachher noch ein bisschen teurer. Aber nur so zum Vergleich, wie teuer es früher war mit 1 bis 10 Goldmünzen. So ist es richtig. Läppert sich schon ein wenig. Schildkette ist auf 4. Alchemie wollten wir eigentlich auf 7 bringen. Noch bei irgendjemandem irgendwas? Erkennen. Erkennen könnten wir auf Meister bringen. Wo ist der Meisterlehrer für Erkennen? Notizen. Lehrer, Stab, Streitkolbenlederrüstung, das sind alles. Hier sind die magischen Sachen. Kondition, das sind die extra Sachen. Reparieren. Meditation, sechster Sinn. Entschärfen, Ausweichen, Kampfkunst. Ich sehe nichts zu identifizieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ein Harmondale war ein Expertenlehrer für identifizieren. Und wenn der Experte sein kann, dann weiß er auch, wer Meister wird. Nur noch mal ganz kurz gucken, ob ich es eben übersehen habe. Doch da. Lebt auf einer Anhöhe in der Mitte der Barkada-Wüste. Na gut, aber das eilt nicht. Sollten wir jetzt vermehrt sehr schwer zu identifizierende Sachen finden, dann könnte sie das lernen. Bis dahin bewahrt sie die Punkte erstmal auf für den etwaigen nächsten Stufenanstieg. Kinkerlitzchen? Kann ich euch helfen? Plus 8 Achterdauer, aber nicht so viel Rüstungsschutz. Gürtel des Erkennens, plus 6. Was für ein Gürtel hast du? Kommt nicht in Frage. Gar kein Gürtel. Kann ich euch helfen? Dann kauft doch mal bitte den. Körperresistenz plus 6. Nö. Vielen. So, du gibst bitte das an sie. Erkennen, Bonus plus 6. Ich glaube, das wird erstmal eine Weile reichen, ne? Ja, okay. Auf zur Burg, würde ich sagen. Schauen, was die gute Königin von uns hält und was sie uns so sagt. Eigentlich müsste sie ja gut auf uns zu sprechen sein. Wir sind ihre zukünftigen Alliierten. Wir sind in einem Puffergebiet zwischen ihr und dem Feind. Das heißt, wenn jemand Soldaten verliert, dann sind wir das. Und wir haben ihr gerade die Fanfare zurückgebracht. Also, mal schauen. Das Haupttor zum Schloss Greifenherz liegt vor euch. Oft kann man einige zahme Greifen über dem Schloss kreisen sehen.
Zahm, aber nicht besonders nett, die Viecher. So gefährlich aus. Nee, ist doch ein Schloss, Talana. Das soll nicht gefährlich aussehen. Du bist damals mit dem Zirkus durchgebrannt. Na gut, lassen wir das. Ja, doch, sehr imposant. Unser Schloss sieht noch nicht ganz so schick aus. Lord Markham berichtet mir, dass ihr die neuen Herrscher von Harmondale seid. Willkommen im Hochadel. Nun, warum habt ihr um eine Audienz ersucht? Eigentlich haben wir gar keine ersucht. Du hast uns hierher gerufen. Aber na gut, Kriegsgefangener. Oh oh. Durchatmen. Königin Katharine neigt hoheitlich ihr Haupt. Ihr seid die Meute. Es fängt ja schon gut an. Ihr seid die Meute, die Lord Markhams unsinnigen Wettbewerb gewonnen hat, höre ich. Ich muss zugeben, ich habe euch nicht viel zugetraut, bis der Zwergenkönig euch als rechtmäßige Herrscher von Harmondale anerkannt hat. Ihr müsst irgendwie seinen Respekt verdient haben, sonst würde er nichts mit euch zu tun haben wollen. Ich bin mir zwar immer noch nicht sicher, was er in euch sieht, aber vielleicht ist doch etwas an euch. Wir werden sehen. Vielleicht könnt ihr etwas für mich erledigen, das mich dazu bewegen könnte, euch euren neuen Titel noch behalten zu lassen. Die sind alle sowas von... Na gut. Und kein Wort davon, dass wir bereits einen Auftrag für sie erledigt haben, ne? Das wollte ich nur mal so anmerken. Vor kurzem wurde ein sehr wertvoller Bevollmächtigter von mir im Tuleranischen Forst gefangen genommen. Und das nur, weil er seine Arbeit getan hat. Ein Spion. Er wird in einer Höhle, ein wenig außerhalb von Pierpont, gefangen gehalten. Sein Name ist Lauren Steele und sie drohen damit, ihn zu exekutieren, falls bestimmte inakzeptable Bedingungen nicht innerhalb von 28 Tagen erfüllt werden. Bringt ihn mir vor dieser Zeit wieder und euer Lohn wird Respekt, Dankbarkeit und nicht zuletzt auch Gold sein. Das ist jetzt nicht schön, weil wir haben jetzt nur 28 Tage Zeit. Wenn wir jetzt irgendwie rumschludern und andere Missionen machen würden, dann ist der irgendwann tot. Also müssen wir jetzt Elfen töten gehen. Ist das hier richtig? Ja. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht zu schwer für uns wird. Sonst haben wir echt ein Problem. Dann haben wir nicht eine Mission, die wir erfüllen müssen, aber nicht erfüllen können. Politik ist echt doof. Also, zu den Elfen. Das heißt, wir müssen erstmal nach Harmondale zurück. Und dann genau an die Stelle, wo wir die Fanfare gefunden haben. Da war nämlich dieser Höhleneingang, der ein Geheimgang in das Schloss ist. Das heißt, wir werden uns der Schloss kämpfen müssen. Also, oh, nicht gut. Gar nicht gut. Haben wir was zum Verkaufen? Du könntest weg. Ja, nö, nicht wirklich. Die Sachen können alle noch zu ihr. Was haben wir hier? Feuerresistenztrank kann weg. Gut, den Bogen kurz weg. Guten Tag. Der verbraucht doch ein wenig Platz. Hier nichts Besonderes. Guten Tag. Und hier schon. Das ist eine besondere Ausrüstung. Ganz schön mau. Auf Wiedersehen, Geizhals. Ja. Also bitte. Da sind wir auch gerne in Geizhals. Hallo? Ihr wollt reisen? Totalia, Deja. Nö. Nicht wirklich. So. Hallo? Harmondale, schon besser. Es geht sofort los. Und gleich weiter in den Forst. Gucken wir mal, wie die Elfen uns zu sprechen sind. Also bisher ist keiner aggressiv. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir wurden noch nicht als Verräter, Mörder und was weiß ich gebrandmarkt. Bisher haben wir auch nur, in Anführungszeichen, eine Fanfare geklaut. Aber das kann wirklich im Eifer des Gefechts übersehen worden sein. Ich meine, wenn die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen und irgendwelche halbwegs vermummten Abenteurer da durchhuschen und was mitnehmen, fällt das nicht so unbedingt auf. Und schon gar nicht werden die denken, dass das die Lords und Ladies von Harmondale waren. Also da hinten war das irgendwo. Das heißt, wenn wir jetzt alle Wachen umbringen und keiner uns sieht, haben wir vielleicht gar keine Probleme.
Okay, die sind immer noch beschäftigt. Oder wieder beschäftigt. Wir verschwinden hier rein. Oh, das ist nett. Schicker magischer Effekt. Tularianische Höhlen. Frische menschliche oder elfische Fußspuren führen in diese Höhle. Außerdem wurden erst vor kurzem alle Zweige und Büsche vom Eingang entfernt. Okay. Was finden wir hier wohl? Weibern. 31 Schaden. Das tut irgendwie also alle unsere Zauber fügen schon mal Schaden zu, das ist sehr gut. Oh. Und der Säurestrahl sogar ziemlich gut. Rückwärts. Komm schon, tot. Okay, also wenn man die Gegner als Anhaltspunkt nimmt, dann wird es nicht einfach werden, aber machbar. Oh, was ist denn mit Lay los? Du bist vergiftet. Vergiftet kriegen wir hin. Erschafft. Tada! Sieht sehr verwinkelt aus hier. Mit mehreren übereinanderlappenden Ebenen und allem. Oh, Elfen. Elfenkämpfer. Ja, doch, die halten wohl mehr aus. Da müssen doch Zauber ran. Au, au, au. Heilung. Oh, 51 Gold. Nicht schlecht. Da unten in diesem Hauptraum scheint noch eine Weibern zu sein. Aber gut, eine Sache zur Zeit. Wir gucken erstmal hier oben. Dann haben wir im Hauptraum noch dieses große Tor, wo man über die Pfähle springen müsste. Und unten war auch noch ein Gang. Oh. Oh, Tun und Gold. Sind wir hier in der elfischen Schatzkammer? Lasst uns mal einen richtigen. Das wäre ja schon ganz schick. Also wir haben noch 25.000. Ja, aber man kann nie genug Gold haben. Wir sollten eigentlich auch demnächst schlafen. Auch wenn das nicht unbedingt die beste Voraussetzung ist. Mitten im Kriegsgebiet und umgeben von Feinden zu schlafen. Da hinten ist noch einer. Was haben wir hier? Können wir das wirklich brauchen? Das hier sieht schon interessanter aus. Du zauber doch bitte mal Bewahrung. Und Bewahrung. Und nochmal Bewahrung. Das tut irgendwie weh. Das war knapp. Ups. Du kommst mit. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Nachricht von Herr Stanley. Gefängniswärter Feadriel. Wir haben die Höhlen hier im Wald von Tularia weiter ausgebaut. Ich bin sicher, es gefällt euch. Um zu diesem neuen Bereich zu gelangen, müsst ihr eine Brücke überqueren, die wir magisch verborgen haben. Wer käme denn auf die Idee, über Luft zu wandeln? Und dann eine Reihe von Teleportern aktivieren. Einer der Teleporter bringt euch in den Gefängnisbereich. Die anderen beiden sind Fallen. Und da wird bestimmt der Gesuchte sein, in dem einen Gefängnisbereich. Um den Wachdienst im Gefängnis noch sicherer zu machen, ist es uns gelungen, einige Weibern aus Effli und einem kleinen Stamm Troglodyten zur Bewachung des Gefängnisbereiches der Höhlen zu fangen. Vergesst nie, sie gut zu füttern, wenn ihr den Bereich betreten wollt. Die Weibern können sehr angriffslustig sein. Natürlich können wir keine Verantwortung für euer Leben oder die Leben eurer Männer übernehmen. Unsere Aufgabe war es lediglich, die Konstruktion des Gefängnisses zu überwachen und die Chance auf Rettung oder Flucht zu minimieren. Eure Sicherheit liegt in euren Händen. Niall Stanley. Okay. So, stopp. Du heilst dich. Und gleich nochmal. Und dann muss es auch erstmal reichen. Jetzt schlafen wir gleich und dann passt das hoffentlich. Also, wo könnten wir uns in die Nische verkriechen? Da geht's weiter. Da geht's Richtung Eingang. Ich glaube Richtung Eingang. Wenn wir den einen roten Punkt da nördlich von uns umbringen,
dürften wir eigentlich irgendwo schlafen können. Wenn wir irgendwie in den roten Punkt rankommen. Da hinten. Wo bist du? Bist du da unten? Oh, oh. Das hätte jetzt auch gehen können. Nee, er war nicht unten, er war irgendwo da oben. Ach so. Und den Gang, den wir von oben gesehen haben, das ist nur ein Auffangbereich. Nee, hier geht's auch weiter. Trockene Tütenkönigin. Dich haben wir auch nicht mehr lange gesehen. Bei den Zwergen zuletzt. Aber na gut, so wird das nichts. Wir müssen hier raus. So. Wir müssen schleichen uns hier an den ganzen Leuten vorbei. Suchen uns eine ruhige Nische. Und ruhen uns da aus. So. Fackellicht. Magisches Auge. Heldentum. Schild. Das war's, glaube ich, erstmal.